Hallo, Servus und habe dir zu der Videoserie Scientology und Dianetik, privat und warum, Teil 8 von mir, von Reinhard Rieder. Ganz wieder zur Erinnerung, falls du neu bist hier, empfehle ich einfach das erste Video anzusehen, das dauert 3 Minuten. Da erfährst du, um was es geht, warum ich diese Videoserie überhaupt mache. Für alle anderen mache ich da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich habe mir das Dianetik-Buch gekauft, habe ein bisschen reingeschmökert. Nicht alles gelesen, muss ich sagen, habe bloß so Teile gelesen. Es war sehr interessant, weil ich habe das auch aus anderen Büchern schon gewusst, wo ja fast jeder weiß, dass man mal alle Erfahrungen, ob jetzt positiv oder auch negativ, einfach im Unterbewusstsein oder einfach einen Einfluss aufs Handeln oder aufs Denken oder aufs Verhalten haben können. Das war mir klar. Neu war in Dianetik, es ist sehr detailliert drin gestanden, wie das vonstatten geht, also wie das funktioniert, wie das in den Verstand oder wie man das, wo auch immer, wie man das aufnimmt. Und was noch interessanter war, ist, wie man das wieder wegbekommt bzw. umspeichert, weil es ist ja nicht so, dass man die Erinnerung verliert oder das weg ist, sondern es geht eigentlich nur um die Emotionen oder um das komische Gefühl oder was auch immer, was einen stört. Und hab das dann gelesen. Dann bin ich auf den Teil gekommen, wo ich ein bisschen enttäuscht war, weil ich dann festgestellt habe, Dianetik muss man zu zweit machen. Also kann man nur zu zweit machen, mit der zweiten Person. Das war dann wieder nicht so gut für mich. Habe dann aber im Buch zufällig hinten entdeckt, dass es ganz in der Nähe von mir, von Bad Reichenhall, also in Salzburg, das sind 25 Kilometer entfernt, also ein Dianetikzentrum oder Scientology-Mission gibt. Also Scientology habe ich noch nie gehört, genauso wenig wie Dianetik, also ich war nicht vorbelastet oder sonst irgendwo was und habe mir gedacht, ja, da fahre ich hin. Bin dann rübergefahren und bin da sehr freundlich empfangen worden und bin so gleich zur Sache gekommen und gesagt, ich bin da, also ich wäre da, ich will Dianetik haben. Die Dame, die mich empfangen hat, war sehr freundlich und hat mir dann auch gleich aufgeklärt, was es für Sachen gibt, die verschiedenen Möglichkeiten. Es gibt ja verschiedene Varianten von Dianetik, ob man das jetzt selber anmacht oder auch von den Kosten her. Das werde ich dann beim nächsten oder übernächsten Video mal einfach detaillierter sagen. Auf jeden Fall habe ich da meinen ersten Schritt dann gemacht mit Dianetik, mit der Anwendung, mit der Technologie von L. Ron Hubbard. Und was ich genau gemacht habe und wie lange das dauert hat, was dabei rausgekommen ist und was das gekostet hat, das erzähle ich euch dann beim nächsten Video. Und ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch erfolgreiche, gute, glückliche Woche und freue mich schon auf das nächste Mal. Sage ich wieder Servus und habe die Ehre, euer Reinhard Rieder.